Ich bin heute tatsächlich auch mal wieder über 10.000 Schritte. Die letzten 3 Wochen hatte ich immer so 20.000. Also bewege. Ich finde das witzig, selbst wenn ich im. Ach, da versteckst du dich. Selbst wenn ich im Büro bin, habe ich tatsächlich nicht wenig Schritte. Hä? Ach so, weil der. Deswegen. Ich habe mich gerade gefragt, wofür das gut ist. Ja, ich war doof. Hep. Nice. Alle 3 Waffen auf höchster Ausbaustufe. Es waren noch nicht die Punkte alle vergeben, aber trotzdem. Damit haben wir das. Das ist ein langer Weg. Speichern. Sehr gut. Ist unser Retabel noch heile? Es ist zerbrochen. Wir müssen zum Honigmann. Wo war der Honigmann? Wurde der markiert? Der Honigmann. Oh Gott. Wurde der Honigmann markiert? Ist das der Honigmann? Ich muss, glaube ich, gleich mal nachgucken, wo der Honigmann war. Ach, du liebes bisschen. Einen wunderschönen guten Abend, Robby. Wie geht's, wie steht's und wo ist der Stein? Was habt ihr Feines gemacht? Was habt ihr Feines gemacht? Moment, ich muss das Shoutout wieder manuell machen, weil der Bot kann das mal und kann das dann wieder nicht. Ich bin hier gerade ein bisschen. Ich bin so doof. Machst du nur gerade? Keine Ahnung, was du da machst. Musik ist aus, nichts passiert. Ja, na, ist der Setup fertig? Der Setup ist fertig, mit Ausnahme von meinem Audiokompressor, den ich noch mit 2 Winkeln unter den Tisch schrauben muss. Aber ansonsten, yes, er ist fertig. Ich kann ihn rauf und runter fahren. Mhm, so einfach geht das. Moin Janus, moin Sunny, moin Burner, hallöchen. Und willkommen beim, wir machen gerade so ein bisschen Cleanup tatsächlich bei Blasphemous. Denn ich habe jetzt alle Movement-Fähigkeiten und ich gehe jetzt gerade überall lang und sammle Sachen, die ich noch nicht einsammeln konnte. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gleich den grotesksten,
grotesksten, den absurdesten Charakter dieses Spiels kennenlernen, wenn ihr möchtet. Doch, mein Lightboard ist zusammengefallen. Da, wo immer Just Play drin steht. Und du hast dich sterben lassen in Demon's Souls. Und ich muss den JP-Trailer schauen. Hab ich? Warum hast du dich sterben lassen? Und hab ich. Gut die Kurve genommen. Ja. So, also wir geben mal ganz kurz dem Reiter hier wieder die Münze, damit ich irgendwo hinkomme. Und dann besuchen wir mal den Tittenmann. Ich nenne ihn ganz charmant und ganz elegant Tittenmann. Figure of the sinuous mists. Wobei ich muss zugeben, er ist der Tittemann, nicht der Tittenmann. Ja, nimm die Münze. Wo bringst du mich jetzt hin? Der geteilte Turm. Da war ich schon. Und da ist auch irgendwo... War der nicht hier? Wo ist dieser komische Honigtyp? Kacke. Ich hab den nicht markiert. Ist der hier? War der hier unten drin? Ich hab den nicht markiert, glaube ich. Das ist das Problem jetzt. Zierzo. Hier, Zierzo. Okay, was macht Zierzo? Bist du Zierzo? Erhöht den Elementarschaden bei maximaler Inbrunst. Das ist für Blitz bei den Klingen gut. Der ziert sich. Ja, wahrscheinlich. Wo bin ich jetzt? Hier. Na, ah, Kacke. Aua. Ich bin echt froh, wenn ich die 300 Gegner besiegt habe mit dieser Waffe, weil ich sie nicht mehr benutzen möchte. Was fehlt denn noch? Töte 300 Feinde mit Ruego al Alba? Das haben wir. Boah, wir haben die Hälfte. Oh, leck mich doch am Zuckerli. Bist du auf Trophy-Jagd? So ein bisschen auf jeden Fall, ja. Ihr seid solche Wichser, ey, ganz ehrlich. Ihr versteckt euch immer an den unkomischsten Stellen hier. Und durch die Lautstärke der Musik habe ich die auch nicht gehört. Oh Gott. Ich hätte vielleicht vorher die Gegner besiegen sollen. Ja, hätte ich. Tun wir das mal. Aua, fuck, ich hab da jetzt gerade was verrechnet. Und das Spiel ist wieder abgekackt. Abgekackt. Das Schöne ist, wir sind ja unmittelbar... unmittelbar an einem Speicherpunkt gewesen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe keine Ahnung, was diese Instabilitäten bei mir auf dem System auslöst. Aber ich weiß, dass ich bestimmt einen Tag brauche, mir das alles ganz in Ruhe anzugucken. Ich hoffe, ihr seht wieder was. Ich kann es nicht kontrollieren, weil mein Chrome gerade kaputt ist. Das ist der ja dann auch immer danach. Und dann flackert das irgendwann alles wieder und dann ist okay.
Was ist, wenn ich das nochmal neu öffne? Nicht, dass der Chrome auch das Problem... Ja, mal gut. Das bringt eh nichts. Mhm, schon wieder. Es muss gleich wieder alles sich einmal fangen. Vielleicht liegt es auch am Chrome. Das wäre natürlich jetzt auch kein... Jetzt hat er sich gefangen. Der platzende Mönch. So. Jetzt hat er sich gefangen. Jetzt kann ich kurz gucken. Ja, ihr seht das Spiel. Sehr gut. Ihr seht das Spiel. Jetzt gleich sehe ich euch auch wieder. Da ist es wieder. Das ist gewollt, damit Team 17, ja, Team 17 mal Werbung kriegt. Durchaus möglich. Durchaus möglich. So, jetzt aber. Martyrienpunkt oder Geld? Martyrienpunkt. So. Da kommen wir von oben. Ach, da. Schau mal einer, guck, da kann ich das Ding auch wegmachen. Ja. Okay, ich verstehe. Mein lieber Ottermann, ich hau mich in die Falle, muss 6:30 wieder raus. Wir hören uns am Donnerstag. Habt noch einen schönen Stream. Bis dann. Donnerstag muss ich gucken, weil ich im Urlaub bin. Aber ich guck mal, je nachdem, wo wir unterwegs sind, werde ich mich per Handy reinschalten. Robbie, vielen Dank für deinen Raid. Ich wünsche dir eine maximal entspannte Nacht. Und wir sehen uns. Und ich freue mich. Ich freue mich. Hier, der Tittenmann. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Das ist der Tittenmann. Und der heißt Tittemann, weil er nur eine hat. Und die ist auch noch gestohlen. Keine Ahnung, wie viel Wachsam der von uns haben will. Das Baby sieht auch einfach, es sieht einfach falsch aus. Es sieht einfach falsch aus. Okay, es fehlt immer noch einer. Wo ist der Bienenmann? Das muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. B-Man. Nicht Bee Gees. Honeyman, so war der Name, Entschuldigung. Ich habe ihn nicht markiert, ich habe es einfach vergessen. Und leider werden nicht alle... Da ist er, okay. Leider werden nicht alle immer automatisch mitmarkiert. Ja, hier ist er. Da ist er. Was komisch ist, weil wir von links nach rechts gegangen sind, aber hier ist es genau andersrum.
Ich bin zum Boss reingesprungen. Ah, es ist Papst Benedikt. Mit was für einem Echo? Echo the Dolphin? Dankeschön. Das wollte ich nämlich erst später machen. Nee, Survival Tech. Ach so. Ich kenne nur Echo the Dolphin. Wir müssen dann nach links gehen. Nein, nein. Wir gehen jetzt zum Honigmann. Wir gehen zum Honigmann. Am besten dahin. Guckst du Steam Echo? Okay. Alles klar. Ich gucke im Steam Echo. Okay. Ich kenne trotzdem nur Echo the Dolphin. Das LSD-Game. Wo es selbst Interviews mit den Entwicklern gibt, die offen zugeben, dass sie im Drogeneinfluss waren, als sie es gemacht haben. Das Spiel. Das ist nicht der Honeyman. Ich will den Honeyman. Where is he? Honeyman. Die zeigen mir alle. Honeyman location and made an altarpiece. The Honeyman is located in the Shore of Thrones, you can get the maiden altarpiece from the Honeyman. Whenever the figure breaks, fractures get straight back to the Honeyman in the Cove Crows. They repair it with honey. Okay. Ist der vielleicht doch markiert? Nein, ist er nicht. Ist der vielleicht hier gewesen? The Honeyman, the Honeyman. Where is the Honeyman? So, gegen das Abstürzen ist ein etwas viel komplizierteres Minecraft mit Job-Level-System und so weiter. Okay. Hier war der Honeyman. Ja, hier ist der Honeyman. Let not your spirit be. Take it and behold. Behold the precious thing.
So. Wieso habe ich da noch eine Kiste markiert? Ich weiß es nicht mehr. Basilika der fernen Gesichter. Es geht darum, das ökologische Gleichgewicht zu halten und binnen von x Tagen einen Meteor zu stoppen, bevor er die Erde zerstört. Ach so, also ganz alltägliche Dinge. Ganz alltägliche Dinge. Den Aufzug kann ich nicht nehmen, der bringt mich nämlich nach ganz unten. Da will ich nicht hin. Oh. Moment. Ja. Ach. Nummer 4. In dem Spiel sind viele Dinge 5. Das bedeutet, das kann ich wegmachen. Und du fängst technologisch halt sehr weit unten an. Ja, hoffentlich. Wo wäre denn sonst der Spielspaß, ne? Da wieder hochzuklettern, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Die sind sehr immun gegen Blitz oder den Schaden allgemein von der Waffe. Ach, komm schon. Geht doch. Oh, oh Gott. Das sieht alles gut aus. Ich habe keine Ahnung, warum habe ich denn... Das kann nun aus Versehen Klick gewesen sein. Weil hier war ich ja schon eine ganze Menge. So, da ist der Honigmann. Das hätten wir. Wir können mal zum Rosenkranz gehen. Ich weiß nämlich auch nicht, was passiert, wenn wir den Rosenkranz vervollständigt haben. Do you have rosary? Yes. Your rosary is now complete, penitent one. Yep. When you feel sorrow and the sky bears no stars, press your rosary close to your breast. It will bring... When you feel it. Ist die jetzt weg?
Nö. When you feel it. Okay. Die dümpelt da jetzt weiter rum. Keine Ahnung, wie mich das geben soll. Das brauche ich auch wieder beim Jesus. Wir könnten versuchen, das zu überleben. Nummer 4. Das ist, also die Kämpfe sind echt hart. May the bell. Und das sind 5 am Ende. And we shall sink. Sieht man alleine schon an dem Aufbau. Was ist das für eine beknackte Kombination? Okay, das muss ich nicht jetzt machen. Wir gehen mal zu Jesus. Warum habe ich denn da ein Fragezeichen? Habe ich das auch vergessen wegzumachen? Selbst die alten Römer wussten schon damals, dass Jesus, was? Dass Jesus war. Nee, ich glaube, das ist ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Ich habe wahrscheinlich einfach vergessen, rauszulöschen. Was für ein Mensch oder was für ein Charakter war denn da? Manchmal könnte man das Gefühl bekommen, das Spiel verarscht einen und markiert irgendwie selber ab und zu Dinge. Figur noch heile? Noch ist die Figur heile. Fünftausend. Und ein dickes Baby. Das hätten wir. Das ist auch noch ein Weg. Thank you.
Lasst mich doch alle in Ruhe. Blöde Feuerviecher. Rauf. Zack. Ja, nö. Ich glaube, der Kelch machte die stärker. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh, kriege die Fuckfuck. Gegner an der Decke, ne? Wer das erfunden hat. Der gehört einfach nur gehauen. Scheiße. Oh! Yes! Das lohnt sich ja jetzt noch viel mehr zu Jesus zu gehen. Geil! Im Übrigen... Dass die Tür da rechts auch noch zu... Ach, das ist der Bossraum. Habe ich schon erzählt, dass ich 100 Euro für Schlüsselbund... Schlüsselbund nicht sehr ausgegeben habe. Wegen Chipkarten für die, Chipkarten für die Verteiler. Ja, habe ich. Habe heute den Zugang via App bekommen. Bundesweit in alle Verteiler. Das heißt, wenn ich mal schnell das Internet haben möchte, dann kommst du einfach vorbei und machst mir das. Da ist es wieder abgekackt. Okay.